Hi zusammen, ich gebe euch heute eine Mini-Mathe-Lektion über Äquivalenzumformung. Eigentlich sagt das Wort, wenn es schon so lang ist und so kompliziert klingt, dass das eine lange Lektion ist. Es ist aber so einfach, dass es mini ist. Und wenn ich nicht so lange labern würde, wären wir schon was für die kleinen Angeber unter euch. Äquivalenz, das kommt aus dem Lateinischen. Von equus, das bedeutet gleich, und von valere, das heißt wer. Jetzt haben wir hier mal so eine stinknormale Gleichung. Wird jetzt wahrscheinlich fast jeder von euch sagen, x ist 12. Richtig, aber darum was hat man in der Grundschule schon. Bloß ist da kein x, sondern so ein Kästchen, so eine Lücke. Und da wird dann so rumgerechnet und probiert. Oder jedenfalls habe ich das so gemacht. Und hinterher hat man dann irgendwas stehen, was meistens auf der weiterführenden Schule kommt es dann nochmal. Und dann steht da halt so ein x oder was auch immer da für ein Buchstabe steht, ist ja auch völlig Wurst. Ist aber eigentlich dasselbe. Denn was wir jetzt eigentlich rechnen, was wir allerdings gar nicht bemerken, ist, wir rechnen 24 durch 2. Dann steht hier x ist gleich 12. Und diese Umformung, die nennt man Äquivalenzumformung. Die schreibt man so. Wir teilen links und rechts durch 2. Wenn wir hier durch 2 teilen, dann steht nur noch x. Und wenn wir hier durch 2 teilen, steht 12. Das heißt, x ist gleich 12. Und das ist immer so. Egal bei was, ob in Mathe, Chemie, Physik, egal, wo so ein ist gleich steht, muss man, wenn man irgendwas tut, links und rechts dasselbe tun. Stellt euch mal vor, ihr wart als Kinder, ja sicherlich auch mal auf dem Spielplatz, und ihr wart am Wippen. Und wenn ihr mit jemandem gewippt seid, der gleich schwer ist wie ihr, dann war das ja kein Problem. Einer hoch, einer runter und immer so weiter. Wenn ihr jetzt kleine jemandem auf der Wippe sitzt, der halt einfach nicht so viel wiegt wie ihr oder so wenig, dann hängt ja einer immer in der Luft. Und genauso ist es in Mathe auch. Wenn links nicht dasselbe steht wie rechts, ist die Gleichung falsch. Das ist wie, wenn der Schwere immer unten hängt und der Leichte halt oben auf der Wippe sitzt und nicht mehr runterkommt. So, und damit eben genau das nicht passiert, muss man immer alles auf beiden Seiten gleich. Das war schon wieder, ich habe gesagt, eine Mini-Lektion. Es ist eine Mini-Lektion. Bis dann. Tschüss.